Anno dazumal, als der Großvater angetan mit Vatermörder und hohem Hut die Großmutter nahm, da hielten auch die Lokomotiven auf altväterliche Würde und rollten mit dem qualmenden Schornstein hoch hinaus. Umso kleiner waren die Räder und die Zylinder, denn in der guten alten Zeit hatte man eben noch Zeit. Hast galt als unfein und das Wort Tempo gehörte noch nicht zu Großvaters Sprachschatz. Der Mensch von heute überwindet Zeit und Raum und er besiegt jeden Widerstand. Auch den Widerstand, den die Luft dem Dahinstürmen eines Zuges entgegensetzt. Etwa ein Fünftel der Leistung ging bei Lokomotiven bisheriger Bauart nur für die Überwindung des Luftwiderstandes verloren. Deshalb entschloss man sich bei Lokomotiven für hohe Geschwindigkeit zur Stromlinienverkleidung, die hunderte von Pferdekräften spart. Die Hallenachter. Wie beim üblichen Lokomotivbau werden hier zunächst die Hauptbestandteile, nämlich Kessel, Fahrgestell und Triebwerk, in ihren Einzelteilen bearbeitet und zusammengesetzt. Der Bodenring, der die Feuerbuchse und den äußeren Kessel verbindet, wird geschweißt und gefräst. Ein Kran schafft die Rohrbündel heran, die später im Kesselinnern zur Dampferzeugung und Überhitzung dienen. Der vordere Teil des Kessels, die sogenannte Rauchkammer, zeigt bereits vorn eine Abschrägung, um dadurch im Sinne der Stromlinienform zur Verringerung des Luftwiderstandes beizutragen. Die glühenden Niete werden in das Innere der Rauchkammer gereicht, dort mit Winden festgespannt und schließlich von außen mit dem Presslufthammer vernietet. Wandert der Kessel gleich einem Giganten durch die Halle, um mit den anderen zum Zusammenbau nötigen Teilen vereinigt zu werden. Mittlerweile ist die Arbeit am Rahmen, der das Fahrgestell bildet, aufgenommen worden. Deutlich treten die beiden durch zahlreiche Ausschnitte unterbrochenen Hauptträger hervor. Am vorderen Ende sind die Zylinder angebracht, in denen der Dampf seine treibende Kraft entwickeln wird. Der geräumige Aschkasten besitzt große Luftklappen, die während der Fahrt die Luftzufuhr zur Feuerung regeln. Nun wird der Kessel auf den Aschkasten aufgesetzt. Splinte, die von außen und innen durch die Wandungen getrieben werden, sichern die festgefügte Verbindung. Wieder packen die Hände des Krans an und setzen den Kessel auf den Rahmen. Und nun ist der große Augenblick gekommen, der den toten Koloss aus Kessel und Rahmen mit der rollenden Wucht der Räder vereint. Spielend heben die Kräne, von denen jeder einzelne 80.000 Kilogramm, also über 1.500 Zentner tragen kann, die eiserne Last und führen sie sicher durch die Halle. Schwielige Fäuste rollen die schweren Radsätze herbei. 2 1/3 Meter Durchmesser haben die Treibräder. Langsam geht die Lokomotive auf Achsen.
Erstmals lässt sie jetzt ihre zukünftige Bestimmung erkennen. Noch aber fehlen viele Einzelheiten. Die Räder werden in Stellung gebracht, um die Treibstange anbauen zu können. Sie wird dann zunächst über den Treibzapfen gehängt und durch Bolzen mit dem Kreuzkopf verbunden. Das muss besonders vorsichtig geschehen, denn eine Beschädigung der spiegelglatten Lauffläche würde böse Folgen haben. Ein Wunderwerk von Genauigkeit greift in einem solchen fertigen Radgetriebe ineinander. Kann man das Getriebe als das Gehwerk und den Kessel als das Herz der Maschine bezeichnen, so ist der Führerstand sein Hirn, denn von hier aus regiert der Lokomotivführer mit Hilfe zahlreicher Armaturen 3000 Pferdestärken. In Gluttemperatur werden die Dampfzuleitungsrohre zu riesenschlangenähnlichen Gebilden gebogen. Sie werden in ihren Unebenheiten sorgsam ausgebeult, um dann in die Rauchkammer eingebaut zu werden. Sie leiten den Dampf aus dem Kessel zu den Zylindern. Zur Maschine gehört der Tender, denn er birgt den Stapelraum für die nötigen Wasser- und Kohlenvorräte. Die Blechwände des Wasserkastens werden zusammengeschweißt und zur Sicherung noch kräftig versteift. Der Kasten enthält 37 Kubikmeter Wasser und der Kohlenbunker 10 Tonnen Kohle. Das sind zusammen 47.000 Kilogramm. Wasserkasten und Kohlenkasten werden schließlich mit dem Rahmen und dem Räderwerk verbunden. Die erste Werksprobefahrt. Noch hat die Maschine keine Außenverkleidung, damit man das Spiel des Getriebes eingehend beobachten kann. Rund 200 Tonnen Eigengewicht gleiten langsam in ihrer ganzen Länge von 26 Metern über die Probestrecke. Die Geschwindigkeit wird erst allmählich gesteigert. Es fehlen nur noch die Bekleidungsbleche. Sie werden aus Stahlblechplatten geschnitten. Laufen durch die Walze, werden gehämmert, gebohrt und geschweißt und schließlich auf die Verkleidungsflächen der Maschine ringsum aufgelegt. Der Tag der Abnahme ist gekommen. Die fertige Stromlinienlokomotive verlässt die Fabrik. Dunkelrot, schnittig und in beispielhafter Geschlossenheit der Form zeigt sie sich schon äußerlich als eine Besonderheit im Lokomotivbau. Das Tenderende trägt einen Faltenbalk, der die Bildung von Luftwirbeln verhindert. Noch sind die seitlichen Rollläden weit geöffnet, um einen letzten Einblick in die Triebwerksteile zu ermöglichen. Auf einen Pfiff werden sie herabgelassen. Die 05 nimmt Abschied von der Stätte ihres Werdens.
Der Bahnhof und die Strecke werden ihr zukünftiges Tätigkeitsbereich. Und auf Versuchsfahrten erweist die Maschine zunächst ohne Zuglast ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Aber auch mit Zugbelastung hat die Stromlinienlokomotive 05 der Borsigwerke die vorgeschriebenen Anforderungen überschritten. Auf einer Probefahrt erreichte sie über 200 Stundenkilometer. Damit ist sie die schnellste Dampflokomotive der Welt.